Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar der IB Solution. Heutiges Thema: Sub-Embedded BW in SAP S/4HANA. Ein paar Erfahrungen aus unseren Projekten wird Ihnen jetzt gleich der liebe Jens vorstellen. Kurz bevor es losgeht, zwei organisatorische Dinge noch von meiner Seite. Sie sind während dem ganzen Webinar stumm geschaltet. Sie können aber sehr gerne Fragen in den Chat stellen. Die bekomme ich dann und werde sie dann dem Jens am Ende übergeben. Und hoffentlich können wir dann alle Fragen beantworten, die Sie so haben. Das war es schon von meiner Seite. Jens, du kannst reinstarten. Wunderbar, besten Dank, Costa. Ja, von meiner Seite guten Morgen. Mein Name Jens Nowaczek. Ich bin bei der IB Solution Global Head of Application Management Services, sprich, ich habe die Gesamtverantwortung für den kompletten Support innerhalb der IB Solution. Worum geht es heute in dem Webinar? In dem Webinar geht es zum einen darum, wer wir sind, dann gibt es nochmal ein Recap aus dem letzten Webinar, Embedded BW im S4, die Fakten. BW 7.5 bis 2040 als eBW, die Szenarien und die To-Dos. Und dann der Fokus der heutigen Session, Lessons Learned aus den Projekten. Genau. Wer ist die IB Solution? Für die, die uns an der Stelle noch nicht kennen: Wir sind ein Beratungshaus, gegründet vor mittlerweile 21 Jahren in Heilbronn von drei ehemaligen SAP-Managern und beschäftigen uns im Full-Service-Ansatz mit allen Themenbereichen, die SAP zu bieten hat. Das heißt, wir sind sowohl im End-to-End-Prozessberatungsgeschäft unterwegs, wir sind unterwegs in Special-Expertise-Themen außerhalb von S4 und ERP, wie MDG, wie Sub-Security, Identity Management und so weiter und so fort. Wir sind in der BTP-Entwicklung aktiv. Auch in Themen wie zum Beispiel C4C. Unser Geschäftsmodell gliedert sich so in mehrere Sparten. Das ist zum einen das Consulting, das Business Consulting, also tatsächlich die strategische Beratung. Dann gibt es die Project Services, es gibt Pakete und Lösungen und es gibt den Customer Success, den ich vorstehe, wo es um Application Management geht. Und klassischen Fall Second- und Third-Level-Support, Ad-Hoc-Fehlerbehebung, Kleinstprojekte und so weiter und so fort. Genau, das Thema hatten wir gerade. Also wie gesagt, S4 oder generell SAP ERP, Business Intelligence, CRM, MDG, PI, Plattformen, Extensions, Integrations, Innovations und Identity Management, Identity Access Management, alles im Bereich der SAP-Authentifizierung. So, Recap vom letzten Mal, Embedded BW im S4, die Fakten. SAP BW 7.5 als Teil des NetWeaver Stacks wird 2027 aus der Wartung genommen, wie der komplette NetWeaver Stack bei der SAP. Die Kunden haben die Möglichkeit, einen Extended Maintenance bis 2030 abzuschließen. Und genauso wie es fürs ECC ist, ist die Frage, die sich der Kunde stellen muss mit seinem BW 7.5, wo geht die Reise hin? Wie geht es weiter? Dabei gibt es verschiedene Ansätze der SAP. Es gibt die Datasphere, es gibt das BW 4HANA, es gibt Non-SAP-Lösungen. Wir fokussieren uns heute auf einen Spezialfall, nämlich das sogenannte Embedded BW. Was ist das Embedded BW? SAP Embedded BW, SAP BW ist eine Komponente innerhalb des ECCs oder auch des S4s. Es läuft also als eingebautes Business Warehouse System und ist in der Version im S/4HANA ein BW 7.5 on. Der große Vorteil
ist, dass die Wartung von der SAP garantiert wird, dass sie genauso lange läuft wie das Host-System. Das heißt, in der Konstellation, Sie benutzen ein S4-System, hat die Embedded BW-Komponente ein Wartungsfenster auch bis 2040. So. Was diesen Betriebsmodus SAP BW angeht, hat die SAP ein paar Einschränkungen an der Stelle veröffentlicht, wo es schlicht und ergreifend darum geht, dass gewisse Szenarien eigentlich nur unterstützt werden sollten. Und das Wichtigste ist die Datenmenge. Das heißt, SAP sagt ganz klar, wenn Sie als Kunde Embedded BW nutzen möchten, dann können Sie das tun. Es sollte aber nicht mehr als 20% des Gesamtspeicherplatzes einnehmen auf Ihrem System und zusätzlich sollte auch nicht versucht werden, das System wie ein full-blown BW-System zu nutzen, sprich Datenquellen non-SAP anzuschließen, Daten hineinzuladen, spätestens an dem Punkt, wo Sie verstärkt Daten aus non-SAP-Systemen hineinladen, kommen Sie an diese Grenze mit den 20% sowieso. Genau, das hatten wir gerade. Wartungsfenster bis 2040. Einschränkungen sagte ich auch gerade. Also geht darum, nicht mehr als 20% der Daten sollten aus dem EBW kommen. Die Daten sollten klassischerweise aus dem S4 oder aus dem ECC-System kommen, die Sie verarbeiten in dem Embedded BW-System. Sie können noch externe Daten mit integrieren. Es ist aber schwierig und wie gerade gesagt, mit den 20% kommen Sie meistens sehr schnell drüber. Und es gibt ein separates Berechtigungskonzept, da kommen wir gleich noch drauf zu, was unabhängig vom S4 ist. Typisches Szenario bei unseren Kunden, wo wir diese Projekte durchgeführt haben. Die Ausgangssituation ist sehr klassisch. Es gibt eine Drei-System-ECC-Landschaft und es gibt eine Zwei- oder Drei-System-BW-Landschaft. In den meisten Fällen noch ein BOE angeschlossen, der den zentralen Einstiegspunkt für Arbeitsmappen, für Webreports und so weiter und so fort bietet. Die Zielarchitektur wird sehr schmal. Der komplette BW-Strang entfällt. Es gibt einen eigenen BW-Client auf dem S4-System. Das BOE ist oder der BOE wird ans S4-System angeschlossen. Das heißt, wir verlieren den kompletten mittleren Strang. Hat viele Vorteile, gerade was das Lizenzgeschäft oder Lizenzmodell angeht, hatten wir vorhin gesagt. Sie sparen sich die BW4-Lizenzen oder die DataSphere-Subskription und schauen, dass sie das, was sie unbedingt noch brauchen, was nicht aus einem S4 kommen kann, aus dem Reporting in diese BW-Komponente integrieren. Auch Recap vom letzten Mal. Was sind die großen Herausforderungen? Zum einen Datenvolumen. 20% bedeutet eine deutliche Reduktion im Normalfall der Datenmodelle im BW. BWler sind in den meisten Fällen Jäger und Sammler. Und bevor man etwas wegschmeißt, archiviert man das irgendwo hin, weil man könnte es ja noch einmal wieder gebrauchen, führt aber zu einem extremen Wachstum auf dem BW-System. Das wieder zurückzuführen auf eine Grenze, wo 20% maximal der kompletten Datenbankbelegung aus einem BW-Teil kommen dürfen, ist eine Herausforderung. Dann Reduktion auf das Nötigste, Altdaten löschen. Sie müssen
Altdaten aus den Systemen, die Sie nicht mehr brauchen, löschen. Sie müssen schauen, dass Sie Daten, die redundant vorhanden sind, herauslösen aus dem System, löschen und dann diese Reports dann aus dem S4 machen. Und im S4 selber sollten Sie mit virtuellen Datenmodellen schauen, dass Sie das, was sowieso drin ist, da kommen wir gleich noch etwas im Detail zu, dass Sie das dort nutzen. Das Datenvolumen kann ich natürlich auch mit Hilfe von virtuellen Datenmodellen reduzieren. Das heißt, ich persistiere die Daten nicht mehr, ich nutze Datenmodelle im S4 und habe sie virtuell auf der BW-Seite. Das heißt, es werden keine Daten mehr gespeichert, sie werden real-time zur Laufzeit gezogen. Und das funktioniert sehr gut, weil man auf der gleichen Datenbank und auf dem gleichen System unterwegs ist. Das heißt, diese Systembrüche, die ich habe, um Daten aus dem einen in das andere System zu bringen, das fällt weg. Es ist ein System, es ist eine Datenbank. Und wenn ich die Berechtigung vernünftig ausspiele, spielt es überhaupt keine Rolle, ob die Daten jetzt in einer Tabelle in der HANA liegen, die eher auf der ERP-Seite liegt oder eher auf der BI-Seite liegt. Natürlich muss ich auch die Datenmodelle, die ich herüberziehen möchte, die ich weiter betreiben möchte, minimieren, reduzieren, optimieren. Das heißt, gerade bei Datenmodellen, die älterer Natur sind, auf BW-Systemen, die älterer Natur sind, haben wir größtenteils noch EDW-Modelle, wo eine Persistierung auf jeder Ebene stattfindet, wo die Daten redundant mehrmals gehalten werden, teilweise nur Kleinständerungen gemacht werden. Das muss alles reduziert werden. Da muss überall das Messer angesetzt werden und es müssen Sachen herausgeschnitten oder zurückgebaut werden, um diese 20%-Regel einzuhalten, um diese Datenmengen nicht auch zu groß werden zu lassen. So, Lessons learned aus den Projekten. Was ich gerade sagte, Abspecken ist angesagt. Das heißt, die Maxime muss sein, sich auf das Nötigste zu beschränken, konsequente Löschung von redundanten Datenmodellen, konsequenter Rückbau redundanter Reports, Shift zu den virtuellen Datenmodellen der SAP und Schluss mit Schleifchen. Bedeutet im Endeffekt was? Konsequente Löschung von redundanten Datenmodellen. Sehr oft ist es so, dass die Daten zwei- und drei- und vierfach in mehreren Datenmodellen vorliegen mit gewissen Einschränkungen. Da wird zum Teil nur ein Teil der Originaldaten genutzt. Zu einem anderen Teil wird gegebenenfalls noch irgendwo ein Stammdatum zugelesen und so weiter und so fort. Ich habe aber die Originaldaten mehrmals im System. Das muss aufhören. Das heißt, hier muss dann, wenn diese Datenmodelle in einem EBW wieder implementiert werden müssen, weil auf der SAP-Seite, auf der S4-Seite die virtuellen Datenmodelle dafür nicht zur Verfügung stehen oder es nicht möglich ist, das rein aus virtuellen Datenmodellen aus dem S4 zu beliefern, dann muss hier ein Reengineering stattfinden und die Datenmodelle müssen so optimiert werden, dass ich im Best-Case-Szenario alles in einem Datenmodell habe, damit ich diese Daten eben nicht mehrmals speichern muss. Das gleiche, konsequenter Rückbau redundanter Reports. Das hat tatsächlich eher weniger einen Speicherhintergrund, weil Queries als solches keine Daten halten und vom Data Footprint sehr
einfach, sehr, sehr, sehr überschaubar sind. Es bedeutet aber einen riesigen Anteil von Wartungsaufwänden, wenn ich bei Änderungen nicht nur eine Query ändern muss, sondern 5, 10, 15. Deshalb Schluss mit Schleifchen. Es ist immer sehr schön, mit Mitarbeitern spezielle Reports für ihre speziellen Bedürfnisse zusammenzustellen, die sie in 90% der Fälle auch selber zusammenklicken könnten und einen Navigationsstand per zum Beispiel Workbook dann abspeichern könnten, was vielen aber einfach zu aufwendig ist. Und natürlich Servicegedanke. Viele IT-Abteilungen bauen dann spezielle Reports für ihre User, ist aber, was den Maintenance-Aufwand angeht, unglaublich schwierig nachher zu handeln. Wir müssen uns an der Stelle immer wieder bewusst machen, der Fachkräftemangel hat auch die IT erreicht, und das Warten solcher exorbitant großen Reporting-Modelle ist zeitaufwendig und personalkostenintensiv. Shift zu den virtuellen Datenmodellen der SAP ist an der Stelle der Key. Wenn ich mit einem EWW-System arbeiten möchte und mit den Einschränkungen der SAP beachten will, was zum Beispiel diese 20% angeht, und dass ich auch in der Lage bin, weil meine Daten zu 95, 98, 99% aus dem SAP-ERP-System kommen, dann kann ich die virtuellen Datenmodelle der SAP nutzen. Die virtuellen Datenmodelle der SAP basieren auf CDS-Views und bieten mir ein Reporting, was wir so aus der ECC-Welt nicht kennen. Das heißt, dieses Embedded Analytics, die eingebaute Analysefunktion oder Reporting-Funktion im S4 ist so stark, dass vieles der Reports, die ich in der Vergangenheit als BWler in einem BW-System gebaut habe, weil ich nicht in der Lage war, diese Daten im ERP-System vernünftig zusammenzukriegen oder aber die Performance im ERP so schlecht war, dass es einfach keine Option war, das im ERP irgendwie zu bauen. Das kann ich alles rückführen in das S4 nun. Ich habe die Möglichkeit, das im S4 zu tun und kann dort tatsächlich viele Reporting-Anforderungen abdecken, ohne die Daten quer durch die Gegend oder in einem anderen System aufbereiten zu müssen. Genau. Heißt, das Rad muss nicht nochmal neu erfunden werden. Die virtuellen Datenmodelle der SAP bieten vorkonfigurierte Reporting-Modelle und es wird mit jedem Upgrade mehr. Sind für verschiedenste Szenarien einsetzbar. Ich kann mit den CDS-Views, die in diesen virtuellen Datenmodellen integriert sind oder wo die virtuellen Datenmodelle daraus bestehen, die kann ich nutzen als Query, um sie in der SAC anzuzeigen oder im Embedded Analytics anzuzeigen oder im AFO anzuzeigen oder als Quelle für ein Power BI zu nutzen. Ich kann damit Daten extrahieren, wenn sie soweit konfiguriert sind und sie als Extraktor nutzen, um die Daten dann in ein anderes System und ja auch ein Standard BI-System zum Beispiel zu überführen. Und das Wichtigste, ich kann sie mit Standard-Schnittstellen erweitern. Das heißt, die SAP bietet für CDS-Views die Möglichkeit, eigene kundenspezifische Erweiterungen einzubauen. Und wenn ich das als Kunde über diese Standardschnittstellen mache, dann sind diese virtuellen Datenmodelle auch upgradefähig. Auch Erweiterung oder die kundenspezifische Anpassung ist damit upgradefähig. Heißt, die SAP in dem neuen Release bringt eine aktualisierte CDS-View. Meine Extension für diese CDS-View funktioniert im Best-Case-Szenario auch weiter. Oder im Normalfall, nicht im Best-Case-Szenario, im Normalfall funktioniert sie weiter.
wenn ich, und ich weiß, viele Entwickler tun das gerne, sie kopieren den Standard, sie kopieren den Standard in den Kundennamensraum und fangen dann an, damit zu ändern. Damit schneide ich mich ab von Upgrades. Damit bekomme ich diese Änderungen, die die SAP automatisch dann mit einspielt, bekomme ich in meinen kundenspezifischen Szenarien, mit meinen kundenspezifischen CDS-Use nicht mehr mit. Deshalb die Bitte und die Empfehlung, wenn Sie CDS-Views anpassen, wenn Sie CDS-Views erweitern, tun Sie das über die Standardschnittstellen. Aber, wie gesagt, damit, mit den virtuellen Datenmodellen, mit den CDS-Views, ist es möglich, einen Großteil des Standard-Reportings aus dem BW-System zurückzuführen in das S4. Und ich kann sie genauso mit den gleichen Frontend-Tools auswerten, wie ich das in BW kann. Problem oder große Herausforderung, wenn ich mit einem IBW-System anfange, gähnende Leere. Das heißt, der Aufwand für den Transport von Datenmodellen in ein komplett leeres System sollten Sie nicht unterschätzen. Es gibt standardmäßig keinen Business-Content, alles muss transportiert werden und Sie fangen bei Pontius und Pilatus an, sprich bei den Infoobjekten, die zu sammeln, zu transportieren, genau zu schauen, was brauchen Sie noch, was brauchen Sie nicht mehr und so weiter und so fort. War tatsächlich in den Projekten immer ein großer Aufwandstreiber, weil das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Gleichzeitig muss man sagen, es ist aber sehr wohl möglich, das aus anderen BW-Systemen zu transportieren. Das heißt, wenn ich ein Standard, Standalone, BW-System ablösen will, kann ich sehr einfach meine Objekte sammeln und diese Objekte dann in diese EBW-Instanz importieren. Das funktioniert. Was auch nicht zu unterschätzen ist, ist Konfiguration. Sie starten mit dem EBW-System am Anfang und zwar wirklich am Anfang. Sie starten auf einer Version BW 7.5 on HANA. Es gibt eine lange Liste dann an OSS-Nodes, die Sie importieren müssen und Schalter, die Sie umlegen müssen, um zum Beispiel in der Lage zu sein, Aggregationsebene im Eclipse zu sehen. Alles Sachen, die wir erfahren haben, als damals 7.5 rauskam. Und jetzt sind wir aber genau wieder an dem Punkt, dass ich meine Unterlagen von früher rausholen muss und gucken muss, okay, was war das, wo muss ich das tun, wo muss ich welchen Haken setzen und so weiter und so fort. Was uns auch aufgefallen ist, was man auch nicht standardmäßig im Kopf hat, erlaubte Sonderzeichen, die Tabelle kommt, oder doch, ja, die Tabelle, die Einstellung kommt jungfräulich von der SAP. Und die meisten von Ihnen werden das kennen. Systeme liefern irgendwelche kruden Zeichen oder sonstige Zeichen, die dann im BW-System erstmal nicht erkannt werden, die zu Fehlern beim Load führen, spätestens beim Aktivieren von Daten in irgendwelchen ADSOs. Und dann geht es los, diese Sonderzeichen zu erlauben, beziehungsweise nochmal genau zu schauen, wo kommt es her, warum kommt es her, wollen wir das erlauben, wollen wir es nicht erlauben. War tatsächlich in jedem der Projekte Thema, unbedingt mehrere Runden, wo man dann nochmal genau überlegen muss, brauchen wir das noch, brauchen wir das nicht, wollen wir das nicht und so weiter. Auch ein Punkt. Naja, Sie sind mit Ihrem EBW-System eigentlich, wohnen Sie in der WG. Und Ihr WG-Partner ist das S4-System oder das ERP-System. So, und wie das in einer WG ist, eine WG erfordert Kompromisse, Regeln und Anpassungen. Heißt, klassisches Beispiel Batch- und Dialogprozesse.
Der Anteil der Batch-Prozesse in einem BW-System ist normalerweise sehr hoch, wenn es darum geht, wenn Sie Daten während der Nacht laden wollen oder generell Daten laden in über Prozessketten, wo viele Batch-Prozesse zum gleichen Zeitpunkt genutzt werden. In einem ERP-System ist das normalerweise nicht der Fall. Das heißt, mit der Aktivierung dieser IBW-Komponente müssen Sie sich damit auseinandersetzen, was muss ich denn konfigurationsseitig ändern, damit beide Systeme in Harmonie zusammenarbeiten können. Auch ein Thema: Schnittstellen, Datenbankentwicklung. Das tun Sie in einem integrierten System. Das heißt, es wird zwangsläufig Koordinationsaufwand zwischen den Teams geben, zwischen dem Analytics-Team und zwischen dem ERP-Team. Lessons learned. Sie sollten Entwicklungen nicht isoliert betrachten. Die Maßgabe oder das Schlagwort oder der Schlagsatz ist Build once, use many. Heißt aber auch, also Beispiel, Sie wollen eine CDS-View anlegen, die gewisse Daten extrahiert oder für die Extraktion vorbereitet. So. Wenn Sie das in einem unabgestimmt mit den ERP-Jungs machen, kann es sein, da gibt es schon eine, da hat man schon irgendwas getan, man hat irgendwas geändert. Und das ganze CDS-Modell basiert darauf, dass Sie Sachen wiederverwenden, dass Sachen nicht monolithisch betrachtet werden und für einen einzigen Purpose gebaut sind, sondern dass man diese Entwicklungen vielfach und in unterschiedlichster Weise nutzen kann. Bestes Beispiel: eine CDS-View, die wie eine BW-Query ausgestattet ist oder wie eine BW-Query funktioniert, die können Sie nutzen, um sie im Embedded Analytics, im Fiori anzuzeigen. Sie können sie nutzen, um sie in einem Analysis for Office Frontend oder einem Power BI Frontend oder der SAC anzuzeigen und zu nutzen. Sie können sie, je nachdem, wie sie eingestellt ist, auch dazu nutzen, die Daten zu extrahieren in ein anderes System, wo Sie das auch immer brauchen. So, und müssen das nicht jedes Mal für jeden Zweck neu entwickeln. Hat natürlich auch damit zu tun, dass der Maintenance-Aufwand dadurch deutlich reduziert wird, weil, wenn sich irgendetwas ändert und Sie haben für jeden Zweck eine eigene View, ein eigenes Entwicklungsobjekt, dann müssen Sie auch all diese Objekte anpassen. Und für BWler immer sehr wichtig: gibt nichts Schlimmeres, als wenn der User sagt, ja, aber die Zahlen sind in dem Report ja ganz anders als wie den in dem anderen System. So, natürlich kann ich diese CDS-View, die ich zum einen nutze, um sie im Fiori Frontend anzuzeigen und dort das Reporting zu ermöglichen, kann ich genauso gut dann auch als Extraktionsquelle für ein Data Warehouse nutzen oder für einen anderen Report in einem komplett anderen Zusammenhang, und es werden jedes Mal die gleichen Daten angezeigt. Das heißt, diese Diskussion, der müssen wir uns nicht mehr stellen, warum denn 3,50 € mehr in dem einen Report drinstehen wie in dem anderen. Den hatten wir gerade, den hatten wir auch. Berechtigung, hatte ich vorhin gesagt. Es ist Fluch und Segen zugleich. Ich sehe es als Vorteil, dass das EBW-System ein eigenes Berechtigungskonzept hat, ein eigenes Berechtigungssystem hat. Ähnlich oder gleich, wie das in einem normalen BW-System ist. Das bietet den Vorteil, dass ich Berechtigungen unterschiedlich aussteuern kann. Das heißt, ich kann Berechtigungen in einem S4-System anders vergeben, wie ich das dann nachher in der EBW-Komponente kann. Heißt, wenn der User zwar nur für Company Code 4711 im S4 berechtigt ist, kann ich ihm trotzdem reporting-technisch im EBW alle Berechtigungen geben, die er braucht. Und wenn er alle Company Codes braucht, dann kriegt er die Berechtigung für alle Company Codes. Heißt aber auf der anderen Seite, es wird für den User, wenn Sie
homogene Frontends nutzen, wenn Sie alles zum Beispiel im Fiori anzeigen, wird es sehr, sehr schwierig zu verstehen, warum er in dem einen Report, der aus dem S4 kommt, jetzt nur den Company Code 4711 sehen kann und in den anderen Reports, die dann über diese BW-Komponente berechtigt werden, auf einmal alle Company Codes sehen kann. Ja. Stammdaten. SAP bietet Ihnen die Möglichkeit, Stammdaten auch virtuell zu nutzen. Das heißt, die Stammdaten werden nicht geladen, die Stammdaten werden über eine Tabelle gezogen, werden real-time genutzt, wie auch immer. Unsere Erfahrung, lieber laden. Diese virtuellen Stammdaten, das macht Sinn in gewissen Konstellationen, wo die Anzahl der Einträge sehr gering ist, wo die Anzahl der Attribute sehr gering ist, aber sobald ich auf komplexe und große Infoobjekte komme, wie das Material, wie der Kunde zum Beispiel, wo es gegebenenfalls noch Zeitabhängigkeiten gibt, wo eine Riesenanzahl von Attributen hinterlegt ist, wo ich gegebenenfalls auch noch Hierarchien habe, da macht es Sinn, diese Stammdaten zu laden. Es gibt Szenarien, da ist das völligst in Ordnung, dass man diese Stammdaten virtuell macht. Und man hat natürlich diesen Vorteil, dass, wenn Sie Stammdaten im Quellsystem ändern, im S4-System ändern, ich sofort diese Stammdaten aktualisiert habe in den Reports, in den Analysen. Wie gesagt, bei großen, komplexen Infoobjekten wie Material, Kunde, wenn Sie denn ein Geschäft betreiben mit vielen Materialien und oder vielen Kunden, dann ist die das Laden der Stammdaten ist der von unserer Seite gesehen bessere Weg. Fazit. Ja. Große Frage, ist das EBW aus unserer Sicht ein empfehlenswertes Szenario? Und die Lieblingsberaterantwort, und ich weiß, die Kunden hassen diese Antwort, ist, es kommt drauf an. Kann ich ein bestehendes, gewachsenes BW-System einfach so ablösen? Nein. Müssen wir ganz klar sagen, nein. Ich bin nicht in der Lage, mein Standard-BW-System, was jetzt 5 oder 10 Jahre schon auf dem Buckel hat, wo eine Riesenmenge an Entwicklungen reingelaufen sind, wo eine mehr oder minder große Komplexität vorherrscht, einfach so abzulösen. Ja, ich kann es ablösen, aber es ist nicht dieses, wir schnippen mit den Fingern, es dauert 20 Tage oder wie viele Tage auch immer und dann sind wir rüber. Das funktioniert nicht. Zum einen geht es darum, dass diese Datenmodelle, die in dem System vorherrschen, zurückgebaut werden müssen Richtung virtuelles Datenmodell aus dem S4 im Best Case. Das heißt, ich schaue Accounts Receivables, Accounts Payables, offene Lieferungen, offene Auftragspositionen, whatever, was ich im System habe, was die User im Normal verbrauchen und schaue, wo ist das passende Datenmodell auf der S4-Seite. Und schaue dann, was ist der Gap zu dem, was ich in meinem Datenmodell im BW habe und analysiere dann, ist dieser Gap Mission Critical, ist es überhaupt noch ein Gap oder werden diese Sonderlocken, die man in den letzten 10 Jahren da rein programmiert hat, überhaupt noch gebraucht? Das bedingt dann wieder, dass man sich ganz genau teilweise auch das Coding anguckt, wo irgendwo zugelesen wird, wo irgendwelche Ableitungen von Daten gemacht werden und so weiter und so fort. Und je nachdem, wie gut bei Ihnen die Dokumentation ist, je nachdem, wie gut das Gedächtnis der Entwickler ist, die hoffentlich dann noch da sind, kann man dann sagen, ja, wird nicht mehr gebraucht, weil wir haben das Geschäftsmodell vor 5 Jahren geändert. Aber im Normalfall ist das Szenario eher oder ist die Realität eher,
Keiner weiß mehr, warum das damals so eingebaut worden ist. Keiner weiß eigentlich genau, ob das überhaupt noch so gebraucht wird. Und dann ist meistens die Diskussion, nehme ich es einfach so mit und spare mir die Diskussion? Oder fange ich an, mit dem Fachbereich zu diskutieren? Brauchen Sie es noch? Warum brauchen Sie es? Was ist der Hintergrund? Und so weiter. Das ist alles sehr zeitintensiv. Das ist alles sehr aufwendig. Und natürlich, der User muss sich darauf einstellen, dass sich Funktionalität und Komfort ändern. Das heißt, Reports werden anders aussehen. Den Report, den ich vorher genutzt habe, den finde ich jetzt im S4 direkt. Den finde ich auch ein bisschen anders. Gewisse Schleifchen sind einfach nicht mehr verfügbar oder wurden nicht wieder implementiert. Das ist alles in Summe ein hochkomplexes Projekt. Es bietet eine ungeahnte Möglichkeit. Zum einen sparen Sie sich die Lizenzen, die Sie kaufen müssten für ein BW4HANA oder eine Subskription der Datasphere. Sie haben diese Datenmodelle sicher bis 2040, solange wie das S4-System in der Wartung ist. Aber es bedingt eben eine komplette, vollständige Analyse des bestehenden BW-Systems, eine komplette Analyse der Datenmodelle und eine Entscheidung, was baue ich nach, was oder was übertrage ich, was nutze ich nicht mehr, was wird überhaupt noch genutzt und was kann ich und wie kann ich es in das S4-System zurückziehen. Das heißt, für wen kommt dieses Szenario in Frage? EBW ist ideal, wenn einzelne Szenarien abgedeckt werden sollen. Und ansonsten die volle Power eines S4-Systems genutzt wird, um die Reporting-Anforderungen umzusetzen. Der große Vorteil ist, das sind Realtime-Daten, und zwar immer. So, das heißt, EBW ist ideal für Kunden, die ihre Daten mehr oder minder ausschließlich aus dem SAP S/4HANA-System beziehen, gegebenenfalls noch Flat-Files oder kleinste Datenmengen aus irgendwelchen Non-SAP-Third-Party-Systemen. Es ist ideal für Kunden, die konsequent die neuen Analytics-Möglichkeiten im S4 ausschöpfen. Und dort gibt es eine ganze Reihe zusätzlicher Features, die out of the box mitkommen. SAP treibt das Thema Machine Learning und AI gerade sehr stark. Es wird in den nächsten Monaten und Jahren werden alle SAP-Produkte, alle aktuellen SAP-Produkte werden mit AI ausgestattet. Das führt dazu, dass Sie mit einem integrierten Datenmodell an der Stelle und nicht mit Daten, die nochmal irgendwo anders liegen, deutlich mehr Möglichkeiten haben und diese Sachen dann auch nutzen können. Es ist ideal auch für Kunden, die mit dem EBW-System Szenarien realisieren, die so im S4 nicht abbildbar sind. Der Klassiker sind historisierte Daten via Snapshot. Das heißt, wenn ich möchte, dass ich zum Beispiel Lagerbestandsdaten bewertet zu Preisen von XY zu einem Stichtag im System habe, die sich nachträglich nicht mehr ändern dürfen, dann klappt das nicht mit einem S4-System, weil man in der Lage ist, Preise nachträglich zu ändern und sich dann die komplette Historie verschieben kann. Für so etwas nutzt man Snapshots, die ändern sich nicht mehr. Das klappt nicht in einem integrierten Datenbestand im S4. Für solche Szenarien brauche ich etwas wie ein BW-System oder ein Data Warehouse. Aber für alles andere, wenn ich es schaffe, es im S4 zu nutzen, wenn ich es schaffe, Embedded Analytics zu nutzen, habe ich den Riesenvorteil,
dass ich damit in der Lage bin, meine Systemlandschaft zu reduzieren, meine Aufwände zu reduzieren und meine Datenbasis besser zu nutzen, weil, und dann sind wir wieder bei dem großen Vorteil, der da steht, es sind Realtime-Daten und es sind immer Realtime-Daten. So, das war es von meiner Seite. Weitere Informationen, weitere Webinare finden Sie auf unserer Homepage. Sie finden dieses Webinar und andere Webinare auch über unseren YouTube-Kanal beziehungsweise auf unserer Homepage unter Academy und Webinaraufzeichnung. Jetzt frage ich mal Costa, haben wir Fragen? Yes, eine Frage ist tatsächlich reingekommen. Vom Herrn VT. Hallo, ist Embedded Analytics gleich Embedded BW oder nutzt zum Beispiel Embedded Analytics nur das Embedded BW als Datenbasis oder sind das komplett unterschiedliche Themen? Das sind komplett unterschiedliche Themen. Wenn wir von Embedded BW reden, reden wir von einem BW-System, einem Sub-Business Warehouse, was Huckepack oder integriert in einem ECC oder in einem S4 läuft. Das gab es schon unter ECC. Wenn wir von Embedded Analytics sprechen, dann reden wir von im Großen und Ganzen von CDS-Views und virtuellen Datenmodellen im S4, die genutzt werden, um in Fiori-Kacheln, in gewissen Transaktionen in Fiori-Kacheln oder in gewissen Reports Daten anzeigen. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf ein S4HANA Public Cloud System gucken, dann werden dieses Embedded Analytics wird genutzt, diese virtuellen Datenmodelle, diese CDS-Views, um zum einen in einer Fiori-Kachel, in einer Fiori-App Daten anzuzeigen, entweder plain nur diese Daten oder in Kombination mit einer Transaktion, dass ich sehen kann, wenn ich eine Bestellung anlegen möchte bei einem meiner Lieferanten, dass mir gleichzeitig die Statistik angezeigt wird, wie ist seine Liefertreue, sind die normalen Lieferzeiten, und kann das aber auch gleichzeitig nutzen, wenn Sie Public Cloud nutzen und Sie nutzen eine CDS-View, die reportingfähig ist und die so eingestellt ist, dann geht zum Beispiel die SAC auf. Also wenn Sie Public Cloud S4 eine Subskription haben oder das gekauft haben, abonniert haben, dann bekommen Sie eine SAC oder SAC-Lizenzen mit. Das heißt, ein Teil des Reportings wird dann direkt in der SAC ausgeführt. Aber kurze Antwort jetzt auf die Frage oder als Zusammenfassung. Nein, es ist nicht das Gleiche. Embedded Analytics basiert hauptsächlich auf den CDS-Views. Und Embedded BW ist eine BW-Komponente oder ein BW-System als Teil des S4 oder ECC-Systems. Super, vielen Dank für die Frage. Dann kam noch rein vom Herrn Esser. Ist das Embedded BW auch in der S4 Public Cloud-Variante enthalten? Das ist eine sehr kurze Antwort. Nein, ist es nicht. Alles klar. Super, vielen Dank, Jens, für deinen Vortrag und für das Beantworten der Fragen. Genau, wie gesagt, falls noch was offen sein sollte, gerne über das Kontaktformular auf unserer Webseite Kontakt mit uns aufnehmen, auch gerne direkt sagen, dass Sie gerne mit dem Jens sprechen möchten, dann wissen wir Bescheid, um welches Thema es geht. Ja, ansonsten die Aufzeichnung finden Sie morgen auf YouTube. Beziehungsweise die Folien werden Sie auch als Link zu einer Slideshare-Seite bekommen, per Mail alles im Nachgang. Genau, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und ansonsten würde ich sagen, ist das Ganze heute hier beendet und ja, wünsche schon mal ein schönes Wochenende an alle. Und schöne Pfingsten.
Richtig. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.